Wenn er nicht setzt, freeze. Ja. Oh mein Gott. Wir machen Sepp Predict. Wir machen das nächste Battle. Viele schreiben jetzt hier auch mal, spielt mal Doppel-Bridge-Spam. Was sagst du dazu? Oh, das wäre bestimmt witzig. Ich spiele Bridge-Spam mit dem Lumberjack, mit dem Holzfäller. Das wäre witzig. Ja, okay, machen wir. Mal schauen. Ja, mal schauen. Wir könnten ja, das kann ja witzig werden. Ich habe Eisgolem und Banditen. Ich mach mal Rechtsdruck und du links, ja? Alles klar. Go. Oh, tschüss. Er hat verloren. Oh, ich habe gerade Internet-Ex. Was sind deine Tricks? Ja, ich hatte der Eisgolem hätte eigentlich vor dem Grabstein platziert werden sollen, aber der kam so spät, dass ich ihn eingesetzt hatte. Das okay, ist aber auf jeden Fall schon mal Schaden. LOL, doppelt Inferno-Drachen für doppelt Spaß. Ja, der Royal Giant kann sich hier schon mal ganz gediegen verabschieden. Der ist richtig im Arsch. Jetzt haben wir hier nur ein Problem. Die sind halt echt Max, die Gegner, ne? Kein Scheiß. Stimmt schon. Guter Eisgolem. Aber ich glaube. Ich meine, sie haben jetzt ein kleines Problemchen hier. Das kann man so sehen, ja. Banditin ist auch nochmal drin. Alter, die Banditin. Oh. Banditin, okay. Nice. Der Turm kann schon mal Tschüss sagen. Doppel-Inferno-Drache. Yo, dein Inferno-Drache ist tot. Meiner ist ein Level höher und überlebt. Oh mein Gott, ich habe gerade die Idee. Hm? Wir brauchen ein Freeze. Ein Freeze, oh mein Gott. Ein Freeze. Ist es ein Freeze? Oh, das wäre so ekelhaft. Das wäre so gut, wenn man so einen Inferno-Drachen mit 1 HP da einfach überlebt. Das wäre wirklich heftig. Oh shit, ich dachte, die kommen jetzt hier schon. Das war überhaupt nicht der Fall. Können wir aber noch retten, das kriegen die hin. Oh, rechts. Oh, nee, connected. Ja, oh, ist nicht schön. Ja. Alter, die geragten Fledermäuse, auch ein bisschen Schaden vertreten, okay. Mhm. Er hat ja noch einen Royal Giant, da müssen wir echt aufpassen. Da müssen wir unsere Inferno-Drachen so platzieren, dass er nicht beide mit einem Sepp treffen kann. Ja, ich sepp hier mal, um keinen Schaden zu kassieren. Oder zumindest weniger Schaden zu kassieren. Wollen wir mal einfach mal auf der rechten Seite so ein... Oh, jetzt können wir was starten. Doppel Rambo rechts. Ja, aber ein bisschen weiter hinten, damit wir noch ein bisschen aufbewahren können. Okay, machen wir so. Wenn er jetzt Elite-Barbaren bringt, die fallen einfach um. Das stimmt. Ja, fallen gar nicht so einfach um. Nee, nicht so. Die Valkyrie ist halt ein bisschen frech. Doppel-Inferno-Drache hier. Okay. Ja, da wirklich der Sepp-Com des Todes. Oder? Aber finde ich gut, die fokussieren da die verschiedensten Einheiten. Ja, das stimmt. Schöner Eisgolem nochmal gewinnt. Das ist definitiv nice. Das ist auch ein lässiger Poison. Ja, wenn wir jetzt. Ja, ich glaube, der Freeze ist echt eine gute Idee, weil wir. Der Freeze ist es, ne, irgendwie? Ja. Wir hätten das einfach freezen können und dann wäre es das gewesen. Super Eisgolem, da kam schon wieder meine Bandite. Du hast auch noch eine Doppelcharge. Was macht die? Oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich noch einen Fernodrachen hier gewastet. Ja, was heißt gewastet? Theoretisch könnte der eine durchkommen. Nice. Heißgeist ist dabei, setzt er noch was? Es ist so krank, wie die Gegner unter Druck setzen. Also wollte ich gerade sagen, man muss ja schon sagen, das ist wirklich ekelhaft für den Gegner an der das Stelle. Das ist so frustrierend für die Gegner. Nur Banditen, Inferno-Drachen, Ramböcke, alles kommt auf den Turm. Also wir haben gerade dem Decknamen wirklich alle Ehre gemacht. Wir haben einfach alle Einheiten benutzen. Ja. Wir haben 4 Minuten lang durchgespammt. Einfach alle, sobald das Elixier war, einsetzen. Hier schreibt jemand, keine Zauber-Challenge wäre doch geil. Das wäre doch echt eine geile Challenge, oder? Das wäre mit Sicherheit ganz witzig, ja. Wäre auf jeden Fall mal was anderes. Also hätten sie sich durchaus auch überlegen können, ja. Okay, wir warten, was sie einsetzen, dann gehen wir aggressiv rein. Okay, Die splitten. Splitten, Bogenschützen, das können wir mal durchlaufen lassen. Ja. Oh, wow, jetzt habe ich gerade den Eisgolem hinten gesetzt. Na gut. Was war denn da so laut? Ich hab grad gar nichts hier auf der Hand, leider. Das save ich nochmal. Die spielen selber ein Freeze. Oh mein Gott, go Freeze. Gute Banditin, kommen die durch? Natürlich kommt die durch. Sehr geil.
Alter, was ist denn da doch alles? Was? Was war denn so viel Schaden? Das war nicht der Inferno-Drache. Nee, wir haben ganz viele Truppen gehabt, also. Ich habe überhaupt nichts eingesetzt. Ich habe rechts die Banditen eingesetzt. Ja, dann würde ich sagen, geht das Game auf meine Kappe. Das gibt's nicht. Du hast 2 gegen 2 alleine gewonnen. Nee, du hast den Inferno-Drachen eingesetzt. Echt? War das meiner? Ja, es war deiner. Kennt man ja mit Minenwerfer, also no offense, aber wenn Doppel-Minenwerfer gespielt wird mit so einer guten Def, ich meine, auch super gemacht natürlich, ja. Aber die Def ist auf jeden Fall ja optimal bei dem Deck. Sehr, sehr gut. Okay, mal gucken. Wir spielen auf Level 13, da muss man sagen, ne? Oh, jetzt, ja. Druck auf der anderen Seite. Ja, das ist das optimale Szenario. Für die ja, optimal für uns, nicht für die Gegner, ne? Richtig, ja, klar. Also da können die Gegner auch schon gleich einpacken. Offenbar hatten sie auch keine sonderliche Lust mehr. Die hatten da, nee, da hatten die keinen Bock drauf. Schon wieder 13, ne? Stimmt. Hast du da was? Ja, ja, alles gut. Ja, Inferno-Drachen, hätte ich auch gehabt. Lol, doppelt eingefroren. Ja, deswegen funktioniert ich der überleg, Inferno-Drache. Ich überlege, ob dieses Doppel-Rambok, ob das geil ist. Oh, ich glaube, ich habe den King Tower angemacht. Egal, der ist sowieso aktiviert. Ja, das war mit Absicht, weil damit wir schon ein bisschen vor, damit wir den Schaden hinzufügen können. Jetzt, wenn er nicht setzt, ein Freeze. Ja, ja. Oh mein Gott. Wir machen Zap Predict. Schade, kam nichts, aber der Turm ist da und wir haben gewonnen. Geil. Wie geil. Oh Mann. Alter! So. Ich habe einen sehr aggressiven Star. Naja, geht. Aber könnte ich machen. Hätte ich Bock drauf. Okay, können wir. Machen wir. Ja, auf geht's. Geh mal rein. Oh, hast du bestimmt ein Skarmi oder sowas? Keine Skarmi, schade. Ich glaube, nee, wir machen einfach mal Offensive. Ich bringe aber nur den zur Sicherheit. Der Sepp ist noch dabei, der Turm fällt. Ja, die Liederbahn kommt da auch nicht mehr weiter durch. Ja, okay. Da habe ich jetzt. Dann kriegt das noch. Nein, die ist weggerannt. Alles gut. Ja. Nice. Lol, du hast ihn noch nach vorne geschoben. Die erste kam auf jeden Fall durch. Da wird ein Elite-Bobber, ja, ne? Nach den Holzfäller habe ich ein bisschen geopfert. Alles gut. Damit die Hexe geraged ist. Wollen wir auf die Seite gehen einfach? Links, so? Links, links, ja rein. Nee, rechts. Achso, rechts? Ich ja, egal, dann gehen wir auf links, passt schon. Weil wir hatten ja links Truppen, da wäre es auch. Ja. Der Golem wird jetzt wahrscheinlich auch dran. Ein Rambo kommt durch, nice. Einfach vier Barbaren gegen vier Barbaren. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Nee? Blöd, dass diese Nachthexe noch lebt. Ja, ne, die ist genervt. Oh Gott, jetzt haben wir ein Problem, glaube ich. Ne, auch nicht. Nochmal ein Sepp. Nice. Oh, schön. Sehr schön. Schwierig. Setz ein. Ne, doch nicht. Gott, die haben aber auch ganz schön aggressives Deck. Ja, jetzt fängt es ja zu nerven. Alter, was für ein Eisgolem. Oh mein Gott, lächerlich gut. Banditen am. Nein, wie close. LOL! Boah, der haut doch noch einen Feuerball drauf. Sauber, ne? Kleiner. Overextend, aber auch nur wirklich ein ganz. LOL, der King Tower! Oh Gott. Hast recht. Das hätten wir beachten sollen.
Jetzt müssen wir irgendwie hier reingehen, sonst Geh verlieren wir das rein. wegen Fireballs. Wir verlieren es sonst wegen Fireballs, ja. Die haben jetzt gerade, glaube ich, keine. Jetzt hat der eine, glaube ich, wieder gleich eine Goblin-Gang. Ah, das kann nicht wahr sein. Ah, warte ab. Na, okay, der Freeze war für den Hintern. Oder? Oh mein Gott. Ah, das ging schon mal ordentlich. Nein. Nein! Jawohl, Ja, die perfekt. schießt nach hinten. Ich hab Poison. Okay, dann geh. Ja. Ich setz hier Ah, noch das okay. ein. Gut. Zum Gegner. Komm. Komm schon, Ja! ja, geil. Nice! 1A. Wie Perfekt. intensiv die Games sind, macht ja richtig Bock. Ja, auf jeden Fall. Heftig. Am Anfang lief es gut, dann lief es schlecht und dann ist es wieder gut. Ja, stimmt. Ein Hin und Her.